Erwartungen gegenüber dem Heimsieg gegen Ried dominieren die erste Hälfte. Und in der vierten Minute gibt es schon Aufregung. Und zwar durch Lukas Malicek, der hier nach dieser Hereingabe von Bukta beinahe ein Eigentor erzielt. Betonung auf beinahe, denn sein Kapitän Andreas Leitner ist hellwach und das Metall hilft auch noch mit. Vier Minuten später der richtig gute Edok Polor mit dem ersten Versuch und dann mit dem zweiten, da ist Mario Steffel sehenswert aus der Drehung, knapp am Tor vorbei. Mit dem Rücken zum Tor stehend macht er das gegen Lukacevic richtig gut. Dann ebbt die Partie etwas ab, ehe Altach sieben Minuten vor der Pause nochmal richtig gefährlich wird. Wieder Edok Polor und dann kommt Daniel Nussbaumer und dann kommt auch noch alles. Chaza, eine Doppelchance für die Vorarlberger. Zunächst Nussbaumer da im Rücken von Lukacevic, der trifft nur Metall und Chaza scheitert letztlich an Leitner. In der 42. Minute kann Koller nicht entscheidend klären und dann versucht Edok Polor einfach mal selbst. Auch er verfehlt das Tor nur knapp. Die Admira in der ersten Hälfte völlig ungefährlich. Da wird in der Halbzeit sogar Klaus Schmidt zum Laptop-Trainer. In der zweiten Hälfte sind zwei Minuten gespielt. Tatkovic mit dem weiten Pass Richtung Spasic und der wird im Strafraum umgenietet. Schiedsrichter Julian Weinberger entscheidet zu Recht auf Strafstoß für die Niederösterreicher. Der Bandli hat eine andere Meinung, aber schauen Sie mal. Von hinten wird Spasic von Bukta gestoßen, vorne fährt ihm Asali in die Parade. Klares Foulspiel, klarer Elfmeter. Roman Kerschbaum, der Einserschütze, nicht mit dabei. Maximilian Bräunig versucht sich vom Elferpunkt und zeigt, dass er das richtig gut drauf hat. 1:0 für die Admira in der 48. oder schon 49. Minute. Ein perfekt geschossener Elfer. Casali hat die Ecke, aber den Ball eben nicht. Ja, die Altacher dann mit etwas mehr Elan. Das ist wieder Daniel Nussbaumer nach einer nicht gelungenen Klärung von Tatkovic. Die Chance vergibt er eher kläglich. In der 54. Mario Steffel mit einem Eckstoß. Und dann kommt Alex Chaza zu seiner zweiten guten Gelegenheit. Es ist die letzte. Er macht wie zwei weitere Kollegen kurz darauf Platz. Altach bringt Meilinger, Moderna und auch den Sportskameraden Fischer in die Partie. Und die drei sind beteiligt am Ausgleich. Meilinger auf Moderna, der auf Fischer, 1-1 in der 60. Minute. Mit einem kleinen Schönheitsfehler. Beim Pass von Meilinger ist Moderna wohl knapp, aber doch im Abseits. Assistentin Sarah Telek lässt das Spiel weiterlaufen. Saisontor Nummer 7 für Manfred Fischer, damit hat er seine persönliche Bestmarke egalisiert. Die Admira stellt auf 4-4-2 um und kommt durch Bräunig zu dieser Gelegenheit. Den Nachschuss vergibt dann Josef Gander. 63 Minuten sind da gespielt. 8 Minuten später erneut Gander, der wird nicht attackiert, hat viel Platz. Bringt den Ball auf Marco Ausiel und der hat richtig Pech, trifft auch nur das Gebälk. Den Nachschuss jagt dann Christian Gartner über das Altacher Tor. Die Admira bringt dann noch vier Bundesliga-Debütanten. Ein Joker der Altacher hat allerdings noch zwei Gelegenheiten auf den Sieg zu stellen und zwar Danilo Carrando in St. Pölten mit Bundesliga-Debüt und zwei Treffern. Zunächst in der 86. und dann nochmal nach diesem Eckball per Kopf. Leitner steht dort, wo er hingehört. Am Ende gibt es hier ein 1:1 und emotionale Abschiede, aber für den Debütanten Paul Koller war das heute ein richtig aufregender Tag, Johannes Brandl. Der Amerikaner, die heute Co-Trainer, wie war denn das? Erstmals wieder seit 2008, 2009. Ja, ich denke,
dass es für meinen Co-Trainer, für Manu, eine wichtige Erfahrung ist. Es kann immer was sein. Es kann vielleicht einmal der Cheftrainer verletzt oder krank oder irgendwas kann vorkommen. Und ich denke, es war für ihn heute auch eine gute und wichtige Erfahrung, um auch die Mannschaft vorzubereiten. Sollte einmal was sein in einem Notfall, dass er die Mannschaft hat kennenlernt, die Ansprache die Mannschaft auch kennenlernt und ich denke, er hat es richtig gut gemacht. Wann ist denn dieser Entscheidungsprozess in Ihnen gereift, dass Sie das so machen wollen heute? Ja, wir haben gesagt, wenn wir in der Liga sind nächste Saison, dann werden wir das auch so machen. Ich habe eine hohe Meinung von Manu Herwas und will mir dabei entwickeln, Trainer zu werden. Und hat es richtig gut gemacht, hat es gut umgesetzt, hat sich mit der Mannschaft auch super auseinandergesetzt die ganze Woche. Gute Arbeit, Gratulation dafür. Konnten Sie 90 Minuten ruhig bleiben auf der Bank? Ein, zwei Mal sind Sie dann doch an vorderster Front gestanden. Ja, ich denke, erste Halbzeit war es kurz eine Ordnung, die Mannschaft ein paar Informationen zu geben, aber zweite Halbzeit war dann der Elfmeter, der für mich desolat ist und aus meiner Position zumindest, muss man es dann im Fernsehen anschauen, aber ich glaube, ich liege da richtig und schade, dass halt dann solche Entscheidungen Woche für Woche kommen und wir sollten uns da vielleicht damit zusammensetzen oder miteinander. Wir können uns die Situation sicher in Kürze ansehen, sollte gleich laufen, diese Geschichte eben mit Spasic, der auf der Seite durchstößt und dann eben gegen Tino Casali. Sehen Sie es schon jetzt? Ohne Worte. Wenn ich das selber bewerte, dann schade darum. Ich denke, das Match an sich war in Ordnung. Ich denke, dass wir im Spiel auch die bessere Mannschaft waren über die 90 Minuten, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, auch wenn jetzt die Spannung nicht mehr ganz so hoch war. Wir haben es selbst in vielleicht erste Halbzeit da, das, den Sack zuzumachen, da haben wir Riesensituationen gehabt und kurz vor Schluss mit Karanda noch zwei Hochkaräter. Ja, sonst war, denke ich, der Admira da heute eine Bank für die Admira und schaut, dass wir nicht die drei Punkte mitnehmen konnten. Wäre natürlich eine tolle Heimfahrt noch gewesen, aber wir werden das jetzt auch nicht natürlich versauen lassen und freuen uns natürlich, dass wir nächste Saison in der Liga sind. Was nehmen Sie denn aus dieser Partie mit? Das 1:1 im Punkt, okay, aber vielleicht viel mehr, dass Fans wieder im Stadion waren? Absolut schön, Stimmung, man spürt es natürlich auch und ich denke, jeder Spieler, jeder Funktionär, jeder hier im Stadion hat es genossen und hoffe, dass es dann nächste Saison natürlich viel besser wird. Wie fällt denn ein kurzes Saisonresümee von Ihnen aus? Ja, ich glaube, für das, was ich geholt wurde, die Mannschaft in der Liga zu halten, das ist uns geglückt, das ist uns miteinander geglückt, dem SC Rathaus, unseren Fans, meiner Mannschaft und natürlich auch dem Trainerstaff. Wir freuen uns sehr darüber. Die Mannschaft hat wirklich voll mitgezogen von der ersten Minute mit mir und ich habe es jetzt auch gesagt, ich bin echt sehr dankbar dafür, dass ich in so eine funktionierende Mannschaft reinkommen konnte und habe Riesenspaß dabei gehabt und sie haben viel zurückgegeben. Und denke, in den 14 Spielen 22 Punkte ist auch in Ordnung. Und jetzt heißt es halt weiterentwickeln, nicht zufrieden sein und schauen, dass wir uns wieder als Mannschaft, als Verein wieder weiterentwickeln. Aber es geht ja noch nicht direkt in den Urlaub. Es gibt noch eine Woche Training in Altach. Was erwarten Sie sich von dieser Maßnahme? Ja, ich wollte halt einfach, dass wir dann vielleicht ein wenig später einsteigen. Ich wollte 5 Wochen bis zum ersten Cupspiel, 6 Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel in die Sommervorbereitung gehen. Sonst wären das 7 Wochen gewesen. So haben wir gesagt, wir trainieren noch ein wenig nach und es wird nicht ganz so schlimm werden, sondern wir werden das natürlich auch dosieren, aber damit wir dann auch nicht 4 Wochen Pause haben und wir haben vieles vor und wir wollen uns da wieder gut vorbereiten, aber die Vorbereitung dann im Sommer nicht so lange hinausziehen. Das war die Grundidee dahinter und ich hoffe, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Danke Damir. Gerne. Und schöne Heimreise. Schritt für Schritt, die Fans, die Mannschaft stimmen ein.